Radio 1. Nur für Erwachsene. Die Frage, ob mit oder ohne Sprudel, die könnte sich in Zukunft erübrigen. Der Mineralwasserhersteller in Deutschland haben nicht genug Kohlensäure. Also viele Unternehmen müssen ihre Produktion erheblich einschränken. Und wir fragen uns, woher kommt das? Wie kommt das? Es geht nicht nur um so Kohlensäure irgendwie im Wasser, auch beim Bier, ne? Weil die für Bier- und Sprudelproduktion benötigte technische Kohlensäure, die entsteht wohl als Nebenprodukt in der Ammoniakproduktion, zum Beispiel, wenn man Düngemittel herstellt. Jetzt ist folgendermaßen, was passiert? Die Gaspreise sind extrem gestiegen. Die Hersteller dieser Düngemittel haben die energieintensive Produktion deswegen so ein bisschen zurückgefahren. Also gibt es weniger Düngemittel, gibt es auch weniger Kohlendioxid, gleich weniger Kohlensäure. Wissen, denken, meinen. Der Kommentar auf Radio 1. Heute mit Harald Welzer. Soziologe und unser Kommentator am Montagnachmittag. Schönen guten Tag, Herr Welzer. Hallo, guten Tag. Ja, was lehrt uns denn dieser Kohlensäuremangel? Naja, im Grunde genommen hat ihr das ja jetzt schon ganz schön erklärt. Und was man als Oberbegriff davon lernt, ist, dass alles mit allem zusammenhängt. Und dass wir ja bislang immer gedacht haben, dass alles einfach so da ist. Und die Nummer mit der Kohlensäure unter anderem zeigt uns, dass die Dinge nicht einfach da sind, sondern die müssen hergestellt werden und dann erst prickelt es in der Brause angenehm. So, und wir haben jetzt halt das Phänomen, dass durch den Mangel an Gas und die Preissteigerung an Gas sozusagen diese ganzen, wofür wir das Wort Wertschöpfungskette gelernt haben, sehr sensibel sind und teilweise dann zentrale Elemente ausfallen und deshalb unsere bislang so schöne Alles-immer-sofort-Welt vielleicht in Zukunft nicht mehr so richtig funktioniert, weil dieses Alles-immer-sofort hauptsächlich auf billiger Energie beruhte. Die gute Nachricht dabei ist, selbst jemand so Böses wie Putin kann noch für wichtige Learnings gut sein. Die schlechte Nachricht, die Energie wird nie wieder billig. Also bedeutet das, dass wir uns an dieses Gefühl des Mangels so langsam gewöhnen müssen? Nee, ich glaube, wir müssen einfach lernen, dass der unglaubliche wirtschaftliche Aufschwung, den besonders der Westen in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und auch dann noch mal nach der Wiedervereinigung erlebt hat, basierte vor allem auf billiger fossiler Energie. Das haben wir nie zur Kenntnis genommen in der Dimension. Und genau darauf basiert auch die Globalisierung, die nur deshalb funktioniert, weil die Transportkosten wirtschaftlich nicht ins Gewicht fallen. Wenn T-Shirts oder Autokino große TV-Screens durch die Welt geschifft und geflogen werden. Aber dass in den berühmten Wertschöpfungsketten dann manchmal so Produkte stecken, über die wir uns noch nie Gedanken gemacht haben, das war schon in der Pandemie ein Aha-Erlebnis und wird jetzt in der Energiekrise noch mal mehr. Neben der Kohlensäure gehört übrigens auch AdBlue zu diesen, weiß auch nicht so genau, was das ist, Produkten. Denn diese LKWs fahren ohne das Zeug nicht. Und leider hängt auch AdBlue wie die Kohlensäure an der Düngemittelindustrie, die ohne Gas und so weiter und so weiter. Weiter habt ihr alles schon schön erklärt. Und wenn all die schönen Lastautos nicht mehr fahren, dann haben die Apotheken auch die wichtigen Medikamente nicht mehr. Und bei Rossmann geht das Katzenfutter aus. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich das alles nun meinen Katzen auch noch erklären soll. Der Kommentar von Harald Welzer. Vielen Dank. Sehr gerne. Wissen, denken, meinen. Der Kommentar auf Radio 1.